Liebe Kollegen, liebe Zuhörer, heute haben wir verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichen Intraokularlinsen, die Alterssichtigkeit zu behandeln. Genau darüber möchte ich heute sprechen und einen klinischen Konsens vorschlagen. Man hat ja zwei Hauptmöglichkeiten, wenn man das mehr oder weniger so einteilen möchte. Aber die multifokalen IOL auf der einen Seite ist unsere erste Option. Die zweite Option ist, dass wir EDOF-Linsen einsetzen, wobei wir den Überblendvisus wählen. Wir hatten vor 10 Jahren angefangen, das Ganze so voranzutreiben, auch auf der wissenschaftlichen Ebene. Irgendwann kamen wir mit der Firma zum Konsens, dass wir das Düsseldorfer-Schema nennen. Jetzt gucken wir noch mal die einzelnen Optionen an. Bei der multifokalen IOL staunt man ja, die hat eine wahnsinnig hohe Brillenunabhängigkeit, aber nur 1-5% der implantierten Linsen sind Multifokallinsen. Warum ist das eigentlich so? Unter anderem auch, weil die Nachbehandlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Das heißt, wenn ein Patient Hahn- und Leberphotopische Phänomene hat, dann kann man die eigentlich, wenn er dafür sensibel ist, schlecht nachbehandeln. Man müsste die Linse austauschen, das wäre die einzige Möglichkeit. Wir wissen alle, dass wir das nicht so wahnsinnig gerne machen. Und man kann dann das Ergebnis nicht individuell dem Patienten anpassen, weil die Fokuspunkte in der Linse selber, die sind ja festgesetzt und können nicht angepasst werden, außer man hat vorher schon darüber nachgedacht und sowas wie zum Beispiel das Trifo-Plus-Sehen gemacht, indem man zum Beispiel eine Lara- und Lisa-Linse kombiniert hat. Und beim Düsseldorfer Schema ist es einfacher, weil man die Gesamtbrechkraft ja nicht alle in einem Auge hat, sondern auf 2 Augen verteilt und dadurch eben auch so gut wie keine photopischen Phänomene hat. Jede Linse hat ein wenig photopische Phänomene, aber eine MF15 oder Komfortlinse ebenso gut wie nicht. Da muss man bei dem Patienten schon aktiv nachfragen. Von sich aus äußern fast keine Patienten, sonst ist es richtig formuliert, dass sie sagen würden, sie würden Hahn oder Gewehr oder ähnliches wahrnehmen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich das Schöne, ich kann individuell nach den Patientenwünschen nachbehandeln, indem ich entweder eine Touch-Up-Lasik mache oder eine Add-on-Linse implantiere. Kann das vorher mit einem Kontaktlinsentrageversuch machen. Das geht hier natürlich deutlich besser als bei Trifokallinsen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man verschiedene Linsen nimmt? Und wie sind die Blendphänomene? Und wenn man hier die Multifokallinsen vergleicht mit dem Düsseldorfer Schema, dann ist eben das Düsseldorfer Schema deutlich auf der sicheren und auch besseren Seite. Das ist einfach so und hängt damit zusammen, dass ich eben nicht 3 Dioptrien in einem Auge unterbringen muss, sondern nur 1,5 Dioptrien. Und wir wissen, Hahn und Gehr ist abhängig von der Höhe der Nahaddition. Das heißt, das, was ich schon im Eingangs- oder zweiten Slide gesagt habe, ist hier nochmal genau aufgeführt. Aufgrund der festen Fokuspunkte kann ich natürlich bei der trifokalen intraokularen Linse die Ausreißer durch eine Touch-Up-Lasik oder Add-on-Linse wieder einfangen. Aber danach sind einfach die Punkte festgesetzt, außer ich mache so etwas wie die Lara Lisa, die Trifo-Plus-Vision. Dann habe ich auch hier eine gleichmäßige Defokuskurve. Allerdings Halo und Glare oder photopische Phänomene bleiben. Das ist bei dem EDOF Blendvisus der Düsseldorfer Strategie einfach noch deutlich individueller zu korrigieren. Und man merkt das, dass man, auch wenn man von der Arztseite denkt, ach, Patient ist doch super, ist genauso rausgekommen, wie ich das wollte, sitzt dann einem gegenüber und sagt, ja, ist schon gut, aber wissen Sie, da und da will ich gerne noch ein bisschen mehr sehen. Und dann verschiebt man den Fokus nur eine halbe Dioptrien drin, sagt er, genau das ist wichtig für meinen Arbeitsplatz, für die PC- oder Laptop-Distanz, das hat mir wirklich Lebensqualität gebracht, das ist genau das, was ich möchte. Das kann man dann eben mit Touch-Up-Lasik oder einer Add-on-Linse bewerkstelligen, nachdem man es vorher geprüft hat, wenn die Linse für 3 Monate eingesetzt ist. Und das ist schon eine wirklich elegante Möglichkeit. Hier ist das Ganze nochmal zusammengefasst.
Da ich mich nicht mehr wiederholen möchte, kann jeder das Ganze für sich noch einmal durchlesen, einfach im Standmodus. Hier sind ganz klar aufgeführt die unterschiedlichen Optiken von der Multifokallinse oder auch der EDOF Blended Vision. Das heißt, wenn wir zurückgehen und das Ganze nochmal zusammenfassen, hat ein Patient Angst vor Hall und Glare, dann immer EDOF-Linsen implantieren. Diffraktive Multifokallinsen setzen wir nur bei Patienten ein, die keine Angst vor Hall und Glare haben. Wir zeigen den Patienten vorher einen Chart. Und wenn die Patienten noch fragen, ja, aber mit der Brille wird es dann nicht besser, sage ich nein. Wenn ich ihnen eine trifokale Linse implantiere, dann bin ich derjenige, der schuld daran ist, dass sie diese Nachtblendung haben. Dafür haben sie die höchste Brillenunabhängigkeit. Und das Ganze muss man eben auf die Waagschale werfen. Und ein Patient, der dann, ich sage mal, die Brauen hochzieht oder nicht begeistert guckt, der bekommt von uns nie eine trifokale Linse, immer nur das Düsseldorfer Schema. Trotzdem sind bei uns rund 30% der implantierten Multifokallinsen für die Unabhängigkeit von der Alterssichtigkeit in der Ferne bzw. Nähe tatsächlich diffraktive annual. Also 30% der Patienten sagen, okay, verstehe ich, aber ich fahre nachts so gut wie gar nicht Auto, deshalb ist das nicht mein Problem, aber wenn ich tagsüber alles sehen kann, ist das für mich wunderbar. Es ist eben so, dass manche Patienten durch Hall und Glare nicht gestört sind. Deshalb wird die Trifokallinse meiner Meinung nach oft zu Unrecht verteufelt. Das ist eine tolle Linse, nur muss man eben genau den Patienten sagen, was sind die Vor- und Nachteile dieser Linse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.